Hallo und herzlich willkommen bei Medic Monday. Mein Name ist Sabrina und ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Bei einem frühlingshaften Spaziergang in der Wiener Lobau knöchelst du bei einem unbedachten Schritt um. Dir schmerzt dein linker Knöchel und an ein Auftreten ist nicht mehr zu denken. Da die Schmerzen überhand nehmen und der Knöchel eine sichtliche Fehlstellung aufweist, rufst du die 144. Kurze Zeit später treffen die Sanitäterinnen ein. Zunächst wird dein Knöchel immobilisiert und dir anschließend ein Venflon gesetzt. Durch diesen erhältst du eine Schmerztherapie. Um den Venflon wird es in diesem Video gehen. Die Venenverweilkanüle, auch Venflon genannt, ist ein medizinisches Instrument zur Etablierung eines Venenzuganges. Er ermöglicht die Verabreichung von Flüssigkeiten und Medikamenten. Der Venflon ist aufgebaut aus einer Nadel, die von einem Plastikschlauch umgeben ist. Nach der Etablierung des Venenflons wird die Nadel zurückgezogen und lediglich der Plastikschlauch bleibt in der Vene verweilen. Die Venflons unterscheiden sich durch Länge und Durchmesser. Diese sind farblich markiert. Bei der Berufsrettung haben wir die Möglichkeit, vom Säugling bis zum Erwachsenen einen Zugang zu stechen. An der Anschlussstelle, wo die Nadel entfernt wird, haben wir die Möglichkeit, eine Infusion anzuschließen. Um Medikamente der Spritze zu verabreichen, gibt es oben eine Auslassung, das sogenannte Einspritzventil. Wir kamen zu einem Einsatz. Dabei war die Patientin stark bewusstseinseingetrübt. Nach der Erhebung der Vitalparameter haben wir festgestellt, dass die Patientin an einem Unterzucker leidet. Nachdem dieser Zustand sehr kritisch war, habe ich der Patientin einen Venflon gesetzt und anschließend Glucose verabreicht. Der Zustand der Patientin hat sich rasch gebessert, sodass wir sie in eine Wiener Klinik transportieren konnten. Das war es zum Venflon. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.